Rentenbescheid erhalten, muss ich unbedingt Widerspruch einlegen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie haben Ihren Rentenbescheid erhalten und Sie stellen sich die Frage, muss ich jetzt unbedingt gegen den Rentenbescheid sofort Widerspruch einlegen? Und bevor ich Ihnen diese Frage beantworte, will ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, wo Sie in Ihrem Rentenbescheid unter Umständen Ihre Widerspruchsbelehrung finden können. Bei uns ist es hier auf der Seite 6, das kann natürlich bei Ihnen in Ihrem Bescheid auf der Seite 5 oder auch auf der Seite 7 oder Seite 8 sein. Also da müssen Sie einfach mal bitte die ersten Seiten etwas näher nachlesen. Und Sie finden unter der Überschrift Ihr Recht hier die Widerspruchsbelehrung. Und zwar steht hier, gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, schriftlich oder zur Niederschrift. Und dann geht es weiter. Hier ist der Adressat, also in dem Fall können Sie oder unser Rentner, der hier den Rentenbescheid erhalten hat, kann dann bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin den Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift einlegen. Oder aber, wenn Sie eine qualifizierte Mail haben, wie eine DE-Mail zum Beispiel, dann können Sie auch also via E-Mail mit der besonderen Signatur hier schriftlich Widerspruch einlegen. So sieht die Widerspruchsbelehrung aus. Sticht einem nicht sofort ins Auge. Muss ich auch dazu sagen, immer dann, wenn Sie sofort auf den ersten Blick sehen, dass irgendetwas mit Ihrem Rentenbescheid nicht stimmt, also Sie zum Beispiel die Rente nicht zu dem gewünschten Termin bekommen oder die Rente möglicherweise nicht so hoch ist, wie sie eigentlich in der letzten Rentenauskunft ausgewiesen worden ist, oder Sie merken im Versicherungsverlauf, der als Anlage beim Rentenbescheid mit drin ist, oh, da fehlen ja versicherungsrechtliche Zeiten, wie zum Beispiel Berufsausbildungszeiten oder Kindererziehungszeiten, wenn das sofort einem ins Auge springt, ja, dann legen Sie natürlich sofort gegen den Rentenbescheid Widerspruch ein. Und wie es schon hier in der Belehrung drin steht, schriftlich oder zur Niederschrift. Das heißt also, schriftlich heißt, Sie nehmen ein Blatt Papier, schreiben da drauf, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich gegen den Bescheid vom Widerspruch ein. Begründung erfolgt später. Mit freundlichen Grüßen, Frau Müller-Meyer, Max Mustermann. Schicken Sie das bitte mit eingeschriebenem Brief zur Deutschen Rentenversicherung. Sie müssen ja die Zustellung nachweisen oder Sie gehen zur Deutschen Rentenversicherung, nehmen Ihren Rentenbescheid mit, zum Beispiel zu irgendeinem Regionalträger bei Ihnen vor Ort und legen dann hier per Niederschrift Widerspruch ein. Also nochmal, wenn es ins Auge fällt, dass hier ein Fehler drin ist, sofort Widerspruch einlegen. Ansonsten brauchen Sie hier keinen Widerspruch einzulegen, vor allen Dingen dann nicht, wenn Sie zum Beispiel die Rentenberechnung nicht unbedingt nachvollziehen können, wie die Entgeltpunkte sich da berechnet haben und so weiter. Da ist es gar nicht notwendig, sofort einen Widerspruch einzulegen, sondern hier kann man eigentlich erstmal die ganze Sache zu einem unabhängigen Rentenberater bringen und der das mal aufklärt, der das berechnet. Denn was passiert, wenn Sie die Widerspruchsfrist hier nicht einhalten? Das ist ja die entscheidende Frage. Eigentlich gar nichts. Sie können auch bei einem versäumten Widerspruch, der also nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingelegt wird gegen den Rentenbescheid, wenn Sie später mal ein Jahr später zum Beispiel einen Fehler finden, können Sie dann auch noch eine sogenannte Neufeststellung beantragen. § 44 SGB 10 macht das möglich. Das heißt also, ich komme in den laufenden Widerspruch, in den bestandskräftigen Widerspruch einfach wieder rein, indem ich sage, hier stimmt was nicht. Bitte neu berechnen. Und das machen Sie aber bitte nur dann, wenn Sie auch wirklich sicher sind, dass die Sache zu Ihren Gunsten ausgeht. Deshalb sagen wir, nicht ohne Not Widerspruch einlegen. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Ihren Rentenbescheid nochmal prüfen lassen wollen durch einen Rentenberater, ist das überhaupt kein Problem. Wenn der einen Fehler zu Ihrem Nachteil findet und der wirkt sich dann auch erheblich aus auf die Rentenhöhe, stellen Sie einfach einen Neufeststellungsantrag. Und wir sagen auch die Rentnerinnen und Rentner, die schon vor 20 Jahren einen Rentenbescheid bekommen haben, können über den § 44 SGB 10 hier in das laufende Verfahren wieder reinkommen. Näheres zum Thema Rentenbescheid und Widerspruch einlegen finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.